Ungerecht! Wo ist Lloyd? Warum muss er nicht trainieren? Du weißt warum, Jay. Oh, stimmt. Sorry. Lloyd ist derzeit woanders. Aber er wird kommen, wenn wir ihn brauchen. Bis dahin müsst ihr umso härter trainieren, um seine Abwesenheit auszugleichen. Ach! Toll! Ich meinte, ach, toll! Weil ich so begeistert bin! Werden wir im Training gegeneinander kämpfen, Sensei? Nein, werdet ihr nicht, Titan-Ninja. Ihr kämpft gegen mich, den braunen Ninja. Genauer gesagt, gegen meine neue Gruppe erwachsener Schüler. Nicht schlecht, was? Und sie lernen wirklich schnell. Fast so, als hätten sie alle bereits Kampfkunsttraining gehabt. Sag mir, sind das die Schüler, von denen du mir erzählt hattest? Ja, warum? Vernichtet die Ninjas! Oh, Sushi. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Ninjago Schatten des Ronin. Und in dem heutigen Video geht es mal wieder ran. Und ich habe jetzt voll die Energy mit am Start, denn ich bin ja wieder gesund. Und jawohl, ich habe wieder Internet, ich kann endlich wieder loslegen. Oh oh, noch mehr Schüler. Dann erteilen. Ja, die Schüler, die sind, die dich voll die Waschlappen sind. Vor allem, was haben hier das am Reis zu tun? Halt auf, nie jetzt faken. Egal. Here we go. Cooles Combat. Und ja, ich habe immer wieder viel Stuff zu erzählen. Und ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich. Nebenbei, fragt mich nicht, warum ich hier gleich im Nachhinein, das werdet ihr auch noch sehen, 24/7 die ganze Zeit daneben schlage. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Kannst nichts dafür. Wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Und damit ist der Unterricht beendet. Gut gesagt. Danke. Ich habe fast eine Minute darauf gewartet, das zu sagen. Leute, tut mir echt leid. Ich hatte keine Ahnung, dass das Bösewichte sind. Zumindest weiß Sensei Wu nun, dass nichts eingerostet ist. Ob ihm das Spaß macht? Es scheint unwahrscheinlich, dass es sich um einen Zufall handelte. Vermutlich ist da etwas im Gang. Dem zum Dojo? Er meint, dass irgendjemand im Geheimen etwas vorhat. Oh? Und wer? Aber ich natürlich! Und wer ist das? Genug geredet. Dann legen wir mal los. Bombentrick! Ich wollte nicht. Toll, Jay. Und seit wann belehrt Kai eigentlich Sane? Das ist doch normalerweise immer umgedreht. Egal. und ja, ich muss sagen, ich freue mich sehr auf das Spiel. Das wird richtig nice. Das wird hoffentlich das erste Projekt, was ich dann noch eigentlich mal wirklich durchziehen werde. Ich bin eben auch dabei, mit einem Freund ein neues Projekt aufzunehmen, wo es auch noch richtig nice sein wird. Da können wir ja auch sehr gespannt sein, was es sein wird. Und ja, hier jetzt starten wir mal wirklich mit dem Lego Ninjago Talk, denn ich habe da einige Geschichten zu erzählen und habe dann dementsprechend auch einige Fragen an euch, wo ihr dann auch ein bisschen mitdenken und reden könnt. Vorbereitet, ein echter Knaller. Ein Knaller, Batzen, ein Feuerwerk, ist witzig. Ja gut, ist genauso witzig wie bei der Messe. Sprachen lernen. Wie meine Witze, ich sollte da jetzt nicht mich drüber beschweren. Naja, egal. Legen wir mal jetzt hier. Muss mit dem Stuff. Also, Ninjago. Als allererstes, ich habe mich richtig darauf gefreut, dieses Spiel zu spielen aus dem simplen Grund. Alter, es war so gottverdammt nochmal geil, einfach so eine Canon Story zu haben und Background Stuff zu haben zu der Ninjago Story. Also wirklich, falls ihr dieses Spiel noch nie gespielt habt, holt es definitiv nach oder schaut dieses Let's Play hier. Es ist ein wirklich cooles Spiel, hat eine wirklich coole Erweiterung der Story. Am Anfang mag es ein bisschen komisch wirken, aber im Nachhinein wird die Story wirklich immer besser. Das ist kein Spiel. Und ob es das ist. Zielen kann der aber nicht. Wir sind hier unten, Kumpel. Ach so, er hat gar nicht auf uns gezielt. Okay. Sie
ist eine Kopfsache. Und ja, außerdem ist noch der Fall wegen diesem leisen Mikro. Warum ist jetzt auf einmal das Mikro hier passend, ne, was ich schon in meinem letzten Video jetzt hier erwähnt habe? Das liegt daran, dass ich das hier jetzt nochmal Post-Commentary machen werde und danach in der zweiten Hälfte dieses Parts, wo wir das nächste Level spielen werden, da habe ich dann Live-Commentary gemacht. Das war leider viel zu leise. Man hört es doch noch ein bisschen raus, also lasse ich die Untertitel doch. Falls es allerdings doch nicht raus wird, dann werde ich das im nächsten Part dann dementsprechend machen. Aber danach werden wir es wieder haben. Ich habe den Sound jetzt passend eingestellt und alles, und danach ist alles wieder in Ordnung. Zusätzlich kommt auch gleich noch ein richtig nices Feature, was es in diesem Spiel gibt, wo ich mir wieder denke, warum hat man das nicht in den späteren Ninjago-Spielen gemacht? Ohne Witz, dieses Spiel hat so viele Dinge richtig gemacht, wo ich mir heute denke, warum hat man das nicht weiterhin so gemacht? Fängt an, mich zu nerven. Nebenbei, auch bezüglich Ninjago, eine sehr, sehr gute und spaßige Lego-Serie. Und ich muss auch sagen, Ninjago war so meine wirklich richtige erste Serie, die ich jemals geschaut habe. Es war eine wirklich richtig coole Zeit, vor allen Dingen, als es angefangen hat. Es war richtig geil. Dann hat man, also in meinem Alter, hat man angefangen darüber. Ich erinnere mich noch daran, Ende zweite Staffel, man hatte so viele Theorien. Ich hatte selber einige Theorien. Da habe ich zum Beispiel die Theorie, zum Beispiel auch am Ende der vierten Staffel die Theorie gehabt, oder nee, das war die fünfte Staffel, Ende fünfte Staffel, hatte ich die Theorie, ja, hey, Leute hat ja da gesagt, dass ich Garmadon, oder was, ja, das war Garmadon, der zu Leute gesagt hat, wir werden uns garantiert wiedersehen, da hatte ich die ganze Zeit zu Theorien, ja komm, die müssen wir ja nochmal verwenden, und ich war auch so richtig sad, Mann, der Sensei Garmadon war ein richtig spaßiger Charakter, und dann kam er ja tatsächlich in der achten Staffel zurück, oh mein Gott, ah, oh, die achte Staffel und ich, das ist auch eine Geschichte, die ich zu erzählen habe. Die achte Staffel war ganz anders als alles andere vorher. Ein ganz anderer Vibe, und ich mochte die erst achte Staffel tatsächlich, überraschenderweise am Anfang nicht. Und sie zählt heute auch immer noch nicht zu meinen Lieblingsstaffeln, leider, einfach aus dem simplen Grund, ich habe eine schlechte Vergangenheit mit ihr, konnte mich dann allerdings noch im Nachhinein mit ihr anfreunden. Aber die erste Staffel ist halt wesentlich ernster als alles andere, was wir vorher in Ninjago hatten. Die Story wird auch ganz anders erzählt. Und viele sagen ja immer, dass Harumi so ein genialer Charakter ist. Ich habe da noch meine eigene Meinung zu, das werden wir dann in einem anderen Video besprechen. Aber Harumi finde ich nicht so geil wie viele andere Leute an sich. Aber sie ist auch nicht der Grund, weswegen ich die achte Staffel jetzt doch gut finde. Es ist für mich, ich komme mich im Nachhinein wirklich gut mit der Animation anfreunden. Und die Animation im Allgemeinen war richtig gut gemacht. Und die Ninja waren auch einfach wieder genau das. Die Ninja waren einfach freaking back. Und das war richtig nice. Im neuen, frischen Stil. Auch Lloyd war richtig cool gemacht. Ich hab Lloyd da wieder richtig gefeiert. Aber was ich dann noch mehr mochte, war die 9. Staffel. Ich mag die 9. Staffel lieber als die 8. Staffel. Und ich finde auch, Lloyd war dann nochmal viel cooler umgesetzt. Wir haben endlich Sensei Wu wieder richtig als Charakter gehabt. Es ist wirklich lange her, dass wir so Deep Character Wu hatten. Das hatten wir endlich wieder mit der 9. Staffel. Und das hat mich richtig gefreut. Und ja, allgemein die 9. Staffeln. Jetzt ist die jetzige neueste. Ist dann wieder richtig cool. Und die Animationen sind Peak Ninjago. Ohne Witz. Wer noch nicht die neuesten Folgen gesehen hat, gebt sie euch bitte. Sie sind so. Allein schon nur wegen der Animation müsst ihr sie euch geben. Es ist so genial gemacht. Aber jetzt kommt gleich einer der Gründe, weswegen ich das Gameplay hier so sehr feier. Oder zumindest ein Gameplay-Prinzip, was ich so sehr feier. Da sieht man es auch schon, ne? Wenn man die Serie gesehen hat, da weiß man jetzt schon, was kommt. Der Gong sagt schon Tornado der Schöpfung. Auch so ein Konzept in der Serie, was ich richtig vermisse. Warum findet man die nicht häufiger? Klar, kann man jetzt 10 Staffeln nochmal vor als Referenz, aber nutzt den häufiger. Der ist richtig cool und passt so perfekt zum Lego-Konzept. Richtig toll, dass er nicht mehr verwendet wird. Tja, plötzlich nicht mehr so gefährlich. Keine schnellen Bewegungen. Oder sonstige Bewegungen. Könnte ich nicht mal, wenn ich wollte. Ihr habt ja alle meine Waffen. Ich bin euch hilflos ausgeliefert. Wer bist du? Nur ein bescheidener Raritätenhändler. Raritäten? Wenn du nur wüsstest, Blechmann. Ja.
Oh. Ey! Jawoll, Sensei Wu. Okay. Ich glaube, ich habe, was ich gesucht habe. Also, bis dann! Komm, Rex, gehen wir! Coole Story. Alles in Ordnung? Alles okay. Nur ein bisschen müde. Nia? Du bist hier? Ja. Wo sollte ich sonst sein? Wie bist du Samukai entkommen? Samukai? Du weißt schon, Samukai, böse, vier Arme, übertriebene Abmagerungskur? Richtig? Was ist mit deinem Gesicht passiert, Zane? Du bist ein Roboter! Ein was? Warum klingt meine Stimme so komisch? Das ist nicht gut. Und das hier ist nicht das Kloster. Wo sind wir? Sensei, was geht hier vor? Samukai, das ist Jahre her. Ich ahnte Schlimmes, als ich die Obsidian-Gläve sah. Ihnen wurden die Erinnerungen gestohlen. Wir haben also neben unseren Erinnerungen auch bestimmte Kräfte verloren? Ja. Jeder von euch erlebte in seiner Vergangenheit etwas, was in ihm eine Elementarkraft weckte. Der Verlust der Erinnerungen daran hat euch dieser Kräfte beraubt. Ah, was? Das wird ja immer schlimmer. Keine Sorge, Jay. Du hast immer noch mich. Und da sind die Sorgen weg. Wir sind ein Paar? Ja! Hey, Hände weg von meiner Schwester! Was ich nicht verstehe, wenn ich ein Roboter bin... Du bist einer, glaub mir. Wie kann man meine Erinnerungen stehlen? Der Fremde benutzte die Obsidian-Kleve. Ein uraltes Artefakt, das alle Lebewesen beeinflussen kann. Und in deinem Herzen sehen, bist du ein Lebewesen. Der einzige Weg, eure Erinnerungen zurückzubekommen, ist, eure jeweils eigene Obsidian-Waffe zu finden. Sensei Wu? Der Einzige, der weiß, wo sie sich befinden, ist der ursprüngliche Besitzer der Obsidian-Kläfe. Er sitzt im Kryptarium-Gefängnis. Na, wahrscheinlich kann ich die Erinnerung eh nicht gebrauchen. Und so müssen wir so schnell wie möglich zu diesem düsteren Ort hinreisen. Genau, und was ich euch nochmal fragen möchte. Welche Staffel ist eigentlich eure Lieblingsstaffel als Frage für dieses Video? Welche Staffel ist eure Lieblingsstaffel? Meine wäre tatsächlich Staffel 4. Ich habe sie wirklich geliebt und liebe sie bis heute immer noch. Ich finde sie absolut genial, obwohl Staffel 16 und Staffel 9 da gute Konkurrenz machen, muss ich sagen. Wir müssen uns aufteilen. Ich einen Gefangenen liebe die vierte Staffel immer noch am allermeisten. Seid vorsichtig, wenn ihr ihn gefunden habt. Er ist extrem paranoid. So, das hier ist jetzt die zweite Hälfte der des zweiten Parts, wo ich jetzt live kommentieren werde, einfach nur, weil ich mir hier an der Stelle sicher bin, dass ich mehr Quatsch labern kann währenddessen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier gleich mal rein in das Level. In das Level rein. So, Sprachnerbubble. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit ein bisschen Yahoo-Talk. Ich habe nämlich so ein Theorie-Video rausgebracht. Jetzt muss ich leise sein. Komm da runter, Hibiki! Der Boss will nur mit dir reden! Ha! Erinnerungen aus mir saugen, das will er! Oder noch schlimmer, mir seine Lügen einpflanzen. Tu was! Hol ihn da runter! Tja, sieht so aus, als würden es Leute auf ihn absehen. Noch mehr von Ronins Schlägern, wusste ich's doch. Ronin? Das muss der Erinnerungsdieb sein. Nein, wir sind... Weg! Lass mich in Ruhe! Tja, jetzt wird's kompliziert. Diese Kerle arbeitet für Ronin. Auf den Mach Namen. Sie alle! Ab von oben! So. Nebenbei, ich hab hier diesen epischen Dingsens, dieses epische Zeugs da reingemacht ins Video. Einfach nur, um es ein bisschen aufzuwerten und ja, um halt ein Stuff drin zu haben, damit es unterhaltsam wird. Allerdings, dadurch wurde das Video mehr oder weniger gecopyright-claimed, nicht ganz. Also das Video ist natürlich noch damals, aber sehen, wie man sieht. Allerdings, das große Problem dabei ist, wenn ich jetzt Geld für YouTube verdienen würde, ne, nehmen wir das mal an, ja, hypothetically, oh mein Gott, dann würde ich keinen einzigen Cent mit dem Geld machen. Das liegt an dem Song, den ich angearbeitet habe, also bezüglich solcher Sequenzen muss ich noch erstmal schauen, wie wir das hier weitermachen werden. Irgendwie kann ich gerade
Stimmt, ich kann meine Abilities ja nicht mehr setzen. Das ist natürlich beschissen. Stimmt, ich muss jetzt nicht mehr am Start. Ich würde gerade A drücken, um da oben ranzukommen, aber. Nee, kannst du vergessen. Das ist auch irgendwie so ein Konzept in Ninjago, das ist. Das muss einfach passieren. So, die Ninja verlieren ihre Fähigkeiten. Wie immer. Weil sie sonst so gebaut werden und die Story dann langweilig wird. Oder auch so wie jetzt gerade. So. Okay, was war das für ein Bug? Egal. Einfach so. Genau dieses selbe Konzept haben wir ja auch in der. Ich glaube, in der aktuellsten Staffel ist es ja gerade sogar, oder in, zumindest in der aktuellsten in Deutschland. Ich weiß nicht, ob da die Amis weiter sind oder ein anderes Land. Ich glaube nämlich, dass es aktuell Staffel 15 ist, die aktuell gerade läuft. Es hat mich so getriggert, dass sie ja literally einen Scheißdreck gemacht haben. So, wenn man endlich wie es ist, die konnten einen Scheißdreck machen und konnten da halt einfach nichts machen, weil ihre Kräfte wären geklärt. Es ist nicht so, als könnten sie Spinjitzu nutzen und die Typen innerhalb von 2 Sekunden auseinandernehmen. Machen sie aber nicht, weil ansonsten würde der Pott nicht vorangehen. Das ist eine allgemeine Sache, die mich ein bisschen an Ninjago triggert. Beziehungsweise es triggert mich eher daran, dass man sich halt für diesen Weg entschieden hat. Man hat die Ninja über die ganze Story weit schon so overpowered gemacht, dass man die jede einzelne Staffel, sei es der Leutnerf in Staffel 3 oder sei es das allgemeine Kräftewegnehmen der Ninja in gefühlt fast jeder Staffel, die Ninja sind so overpowered geworden nach der 2. beziehungsweise so. 4. Staffel. Und da hat man sie einfach immer wieder weiter runtergenöpft, einfach weil man wusste, okay, Mist, wir können nichts machen. Die Gegner sind ich habe das Problem stark identifiziert. So genau, und dieses Spielzeug da nebenbei. Habe ich ja davon geredet, dass ich welche hier bei mir zu Hause genommen habe. Und ich würde sagen, dafür zeige ich euch dann gleich mal ein Bild von den Dingern, die ich dort habe. Denn ich habe hier eine Menge davon. Ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu, sich die Ninjago-Sets auch zu kaufen. So ein bisschen bei Star Wars oder eigentlich bei jeder Serie. Man holt sich ja mit dem Merchandise mit dazu, wenn der man die Serie Kreis ist geschlossen. Feiert. Der Kreis ist geschlossen, ja, sehen. Ja, man sehen. Was? Es gibt. Nebenbei, welcher ist euer Lieblings-Ninja aus der gesamten Story? Ein Freund von mir hat Zane als Lieblings-Ninja. Und meiner war lange Zeit Kai. Aber ich muss sagen, wenn es um Character Development und so weiter geht, muss ich sagen, gefällt mir halt Leute am besten. Liegt natürlich auch daran, dass er halt die Extra-Wurst bekommen hat bei den Ninja und natürlich die meisten Main-Arcs bekommen hat. Aber das sorgt halt auch dafür, dass er der am meisten oder am weitesten best ausgebauteste Charakter für mich ist. Deswegen ich ihn halt auch am meisten feiere. Euch alle in den Boden! Hey, hilf mir mal! Ich verspreche dir, ich hau dich nicht zu Ball! Keine Sorge. Ist nicht so, als würde ich das mit dir machen. Aber naja. So, hier, weitermachen. Und wie gesagt, ich konnte auch damals irgendwie extrem gut mit ihm als Kind relaten. Irgendwie, weil man sich so ein bisschen benachteiligt gefühlt hat als Kind und so weiter. Und die Ninja waren halt einfach alterstechnisch schon immer älter als ich. Also konnte ich halt mit Kind-Leut besser relaten, weil ich halt ein Kind war. Und ich hätte auch keine Freunde wie bei einem gewissen YouTuber, die mich ausgeschlossen haben, weil ich Leut war. Nein, tatsächlich war jeder Freund in meiner Klasse, beziehungsweise zu meiner Schulzeit, der auch Ninjago gefeiert hat und mit dem ich irgendwie klar kam, derselben Meinung. Die hatten Leut als Lieblings-Ninjago, genauso wie ich. Also, allerdings war das auch schon zu der Zeit, wo dann auch schon bekannt war, hey, Leut ist der Freund der Ninja und so weiter. Und ich glaube, das war sogar schon zu der Zeit, wo er erwachsen geworden ist. Und natürlich hat man da auch Ninjago nachgespielt. Wir haben teilweise einfach ganze Pausen mit verbracht, selber Theorien zu haben und so weiter. Hey, wie wird die Story verlaufen? Welcher Charakter bin ich? Und so weiter. Man hat sich dann auch Geschichten ausgedacht. Hey, nachdem Staffel 2 zu Ende war, hey, was wäre wenn? Oder wie würde das jetzt eigentlich ablaufen, wenn Ninjago weitergehen würde? Man hat sich dann da so die eigene Continuation von Star Wars, genau. Von Ninjago ausgedacht und es war einfach nur nice. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Das war eine. Ich würde sagen, wenn es um meine Kindheit geht, hat Ninjago meine Kindheit einfach komplett aufgewertet. Und wenn es darum geht, wenn ich Serien ranken würde, dann hätte ich einfach eine rosa-rote Brille bei den Augen auf. Also, Ninjago gehört zu meinen easy Top 5 Lieblingsserien. Easy Top 5 Lieblingsserien. Auch wegen der Nostalgie. Die Serie ist an sich ist auch ultra geil. Und ab Staffel 10 wird es halt einfach wesentlich düsterer und ernster. Und das ist auch etwas, was richtig geil ist, sozusagen, weil. Na, nicht sozusagen, es ist richtig geil. Einfach, weil man somit
merkt, hey, die Serie wächst mit einem. Die Macher merken, hey, die Leute, die die Serie schauen, die Kinder, die das damals gesehen haben, sind mittlerweile auch schon Richtung erwachsen. Das finde ich einfach richtig cool. Wie nicht nur die Charaktere, sondern auch die Serie selbst mit einem wächst, ist eine richtig schöne Sache. Auch hier so Parkour nach Stuff. Es ist echt ein gutes Lego-Spiel und hat auch für das grundlegende Konzept eigentlich ein paar coole Dinge. Sie ein paar coole Dinge ausgedacht, definitiv. Weg mit euch! Alle! Wir gehören nicht zu denen! Wir wollen nur mit dir reden! Aber wir wollen mit euch kämpfen! Greift euch die Piki und erledigt die Ninja! Und? Was? Judo-Wurf. Fun Fact, ich habe mal Judo-Wurf getrieben. Weil diese Stampfattacken in Lego-Videospielen, ne, die sind viel zu broken. Deswegen mache ich sie nicht. Hast du mich gerade geschlagen? Seid Kuhn, Alter, ich fick dich ab. Was wollt ihr? Warum seid ihr hier? Woher kennt ihr Ronin? Warum sollte ich euch trauen? Wo? Warte, lass uns doch mal antworten. Was war nochmal die erste Frage? Ronin hat unsere Erinnerungen gelöscht. Ach ja? Ja, scheint so. Daran erinnern können wir uns nicht, was die Sache ja bestätigt. Aber falls er es nicht getan hat, hätten wir natürlich auch keine Erinnerung daran. Doch, hat er. Sieht für mich aber so aus, als wären euch nur ein paar Jahre gestohlen worden. Das stimmt. Oder nicht? Wer soll das wissen? Es hätte schlimmer kommen können. Er hätte euch Erinnerungen einpflanzen können. Seine Lügen. Und euch dann kontrollieren. Also, ich nehme an, ihr wollt wissen, wo ihr die Obsidianwaffen finden könnt, hm? Ja, bitte. Sorry, kann ich euch nicht sagen. Hey, wir haben dir deinen Hintern gerettet. Ich kann nicht. Aber ihr könntet es wissen. Ihr müsst nur den Tee der Erkenntnis trinken. Unmöglich. Die tintige Zitrusbeere ist ausgestorben. Die was ist was, was ist was? Der Tee der Einsicht wurde aus einer seltenen Frucht namens tintige Zitrusbeere gebraut, die hier aber nicht mehr wächst. Tut sie doch! Auf einer verborgenen Lichtung irgendwo in den Giftmooren. Ronin wollte diese Karte. Bewahrt sie gut auf. Danke dir, Hibiki. Kommt, wir müssen eure Erinnerungen zurückholen und Ronins Verschwörung aufdecken. Woher wissen wir, dass es eine Verschwörung ist? Weil er ein Bösewicht ist, Zane. Bösewichte verschwören sich ständig. Oh. Verschwörende Verschwörung. Aber ja, Jane war mal wieder überbrain. Oh Gott, und was hab ich jetzt schon verpasst? Was war's? Zerstöre 10 Gegenstände mit Stone. Ach, naja, dann holen wir das halt nach. So, das Gefängnis Kryptari. Das wär's dann auch schon. Allerdings geht's im nächsten Part weiter und damit klingt das Switch und damit.